Hallo zur Frankenschau aktuell. Es ist wieder soweit. Pünktlich rund um die Herbstferien geht auch die Consumenta in Nürnberg los. Bis Sonntag kann man sich hier ja vor allem zum Thema Wohnen, Bauen und Energiesparen informieren. Aber natürlich auch durchkosten, regionales Essen, Kochen und auch Mode sind weitere Themen. Es ist hochspannend in den insgesamt 8 Hallen. Seit heute Vormittag sind sie geöffnet. Wir haben für Sie schon mal reingeschaut. Ja, auf der Consumenta geht es um neue Trends, auch um neue Produkte in Second-Hand-Läden. Da ist alt wieder in, vor allem bei jungen Leuten schon länger, die gebrauchten Klamotten. Aber sind mittlerweile so gefragt, dass die Kleiderkammern Alarm schlagen. Es fehlt an Nachschub, weil ja alles immer teurer wird. Also einkaufen, heizen, Strom, kaufen eben auch immer mehr Familien in solchen Second-Hand-Läden hier. Die Fürther Kerber. Ein richtiger Publikumsmagnet. 1,5 Millionen Besucher kamen dieses Jahr wieder. Wir hatten ja öfter darüber berichtet. Bei so einem großen Andrang, da steigt natürlich das Risiko, sich anzustecken, auch mit Corona. Der Rechtsreferent der Stadt Fürth sagt aber, hier gab es keine unmittelbare Auswirkung auf das Infektionsgeschehen, also auch auf die Inzidenz. Bis jetzt. Es war wieder jede Menge los heute in ganz Franken. Den Überblick über die wichtigsten Nachrichten aus allen Regionen, den hat jetzt Nico Eberlein. 30 Millionen Euro hat das bayerische Justizministerium für den Bau des Abschiebegefängnisses in Hof veranschlagt. Am Ende waren es dann fast 80 Millionen. Die Frage ist, hat sich dieser teure Bau gelohnt? Ein erstes Fazit. Jetzt eine abgehobene Idee. Medizin aus der Luft, das könnte in 2 bis 3 Jahren Apothekenalltag sein. Ideal für Menschen, die den Weg zum Arzt oder zur Apotheke nicht schaffen, vor allem auf dem Land. In Oberfranken, da gab es heute Testflüge mit Drohnen, die tatsächlich Medikamente rumgeflogen haben. Wir fliegen gleich eine Runde weiter. Hier ist nochmal Franken kompakt. Bad Windsheim, mitten in Franken, ist die seniorenfreundlichste Stadt in ganz Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Studie, in der 900 Kleinstädte miteinander verglichen wurden. Wir haben uns mal vor Ort umgehört, ob die Menschen das in Bad Windsheim genauso sehen. Eigentlich arbeitet Stefan Hausner als Sozialpädagoge und Hannes Schott ist Pfarrer. In ihrer Freizeit aber treten die beiden als Kabarettisten gemeinsam auf. Seit 15 Jahren schon. Sie kleben regelrecht aneinander auf der Bühne, zusammengebicht, wie man sagt in Franken. Und unter diesem Namen treten sie auch auf. Das Wetter in Franken, das lässt zumindest viele grinsen. So hohe Temperaturen im Oktober fühlt sich irgendwie schräg an. Es ist nicht normal, aber es gab ja auch schon das andere Extrem. Von daher wollen wir uns nicht beschweren, Rika. Vielen Dank, Rika. Ja, egal ob warm oder kalt, der Herbst ist auf jeden Fall bunt. Unser Bild des Tages kommt heute aus Möhrendorf. Vielen Dank an den Fotograf. Und hier ist heute Nicole zu Gast. Ein bisschen Frieden mit diesem Lied wurde sie berühmt. Und jetzt meldet sie sich nach einer schwierigen Zeit zurück. Wir von der Frankenschau aktuell sind morgen wieder für Sie da, ab 5:30. Bis dann hoffentlich.